Ja, ich möchte euch jetzt mal eine kleine Roomtour geben durchs Resort und zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Weil das ist schon spannend und die ganzen Annehmlichkeiten, die ich jetzt hier so genieße und vor allem mein Sonnenbrand sehe ich auch gerade schön in der Kamera. Wunderbar. Dann zeige ich euch erstmal meine Behausung. So, hier seht ihr meine Behausung. Das ist eins von drei Häuschen, die hier schön über Wasser stehen. Schön türkisgrünes Wasser. Alles wunderbar. Das Ganze reiht sich ein hier in ein Ensemble weniger luxuriöser Hütten. Ja, und dem Steg, der rübergeht zum Festland, wo man dann auch alles andere hat. Also hier die Strandhütten, die wollte ich eigentlich erst buchen, habe ich dann aber nicht gemacht. Hatte ich ein bisschen Respekt vor wegen Moskitos, war eine gute Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Dahinter, hier sieht man jetzt so die technischen Gebäude, wo auch die ganze Familie wohnt, die hier das Ganze betreibt, das Homestay. Und auch Generator und ähnliches. Bis hin zur Feuerstelle, ich glaube Wasseraufbereitung irgendwo auch. Genau, ja, und dann kommen wir zu einem Prunkstück der ganzen Anlage, den Toiletten. Beziehungsweise Duschen. Hier links vorne haben wir die Dusche. Soweit eigentlich ganz in Ordnung, außer dass man sieht hier hinten in der Ecke, die Dusche ist einfach nur auf halber Höhe angebracht. Das, was nämlich hier oben drüber hängt, ist eine reine Attrappe. Simuliert nur eine Dusche, funktioniert nicht. Da muss man halt japanisch duschen, ne, im Sitzen. Dann daneben das absolute Prunkstück. Das hat mir erstmal ein bisschen Schaudern eingeräumt. Ja. Das Klo. Es gibt aber Gott sei Dank neben der französischen Variante noch eine zivilisierte Variante vom Klo. Das ist dann diese hier. Da kann man sich hinsetzen. Genau abgesehen von der kleinen Tatsache, dass die Klobrille etwas zu klein für die Schüssel ist. Aber ist besser als gar nichts. Muss ich ehrlich sagen. Spülen tut man natürlich hier mit Wasser nebendran. Ist ein bisschen eine Herausforderung. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Weil das Ganze fließt natürlich alles ins Meer, weil eine richtige Kläranlage oder sowas gibt es hier natürlich nicht. Ja, gehen wir mal weiter. Wenn wir jetzt hier weiter am Platz gehen, gehen wir mal vor zum Essensplatz. Zeige ich euch heute Abend auch nochmal so, was es so zu essen gibt. Und vor allem, wer meine Gesellschaft beim Essen ist, sind in der Regel zwei Katzen. Eine davon ganz friedlich, eine davon ganz nervig. Weil sonst ist ja niemand da. Bin ja alleine. Daher nichts zu gewinnen. Ach, da ist schon der eine Quellgeist. Ja, hier servieren sie mir mal mein Essen. Und der kleine Quellgeist hier unten, der ist der, der an das Essen ran will eigentlich. Jedenfalls mehr als ich. Gleich daneben ist die Tauchschule. Ja, da ist heute nichts los, weil Sonntag. Sonntag wird nicht getaucht hier in Ratscha Ampat. Und ja, soweit aber eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, die Tauchschule ist gut equipped, kann man nichts sagen. Tauchlehrer können ein bisschen besser Englisch sprechen. Jappi. Aber mein Gott, tauchen kann man auch ohne Englisch. Ja, hier ist der Jetty, der Steg, der ist relativ lang, weil tatsächlich erst da ganz draußen das Wasser dann wirklich tief wird. Davor ist es relativ seicht. Was hier dann wirklich der Wahnsinn ist auf Ratscha Ampat, dazwischen sind tatsächlich wahnsinnig viel Korallen schon im ganz seichten Wasser. Also auch für Schnorchler ideal, unglaublich. Ja. So viel Korallen und so schöne Korallen, muss ich ehrlich sagen, habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Was ein bisschen fehlt, ist der spezielle Fisch oder irgendwelche kniffligen Fische, die man so nicht kennt. Das ist alles relativ normal, aber was die Korallen angeht, muss man sagen, die sind top. So, ich wollte euch ja mal zeigen, was es so zu essen gibt. Ich bin jetzt gerade vom Tauchen zurück. Um 11 Uhr, zwei Tauchgänge und jetzt gucken wir mal, was es so Leckeres gibt. Ja, das ist der Teller. Wunderbar. Hier haben wir Reis, wie immer. Hinten haben wir, glaube ich, Melonen, super lecker. Was gibt's hier?
Gemüse. Es gibt immer so ein Kohlgemüse, das eigentlich echt cool schmeckt. Inklusive Karotten, wo auch immer die herkommen. Scheinbar wachsen die auf der Insel. Haben wir noch, oh, Fisch. Ganzer Fisch mal wieder. Viel zu viel, ey. Oh. Und gucken, was wir da alles essen und was nicht. Das ist viel zu viel. Oh, und Pommes. Die Pommes sind legendär gut. Man meint es nicht. Ja. Seht ihr mal. Gibt es reichlich zu essen. Das Ganze gibt es dann abends nochmal. Also ein anderes. Also super. Kann man sich nicht beschweren. So. Und weil wir nicht nur das einzigste Homestay hier sind, das hier in Buba Homestay, wo ich bin, gucken wir auch nochmal rüber zum anderen Homestay. Das heißt Noose. Auch nicht schlecht. Die haben den Vorteil, die haben tatsächlich die ganze Nacht Strom. Das heißt, die ganze Nacht läuft der Ventilator nicht so wie bei mir, der mitten in der Nacht aufhört. Sollte man dann aufwachen, dann wacht man tatsächlich in einer etwas wärmeren Luft auf. Ja, gehen wir mal kurz rüber. Hier sieht man, heute ist gar nichts los. Sonntag ist hier echt tot. Auf der Insel ist nichts zu gewinnen. Auch hier in Noose, die Toiletten. Ist auch nicht so wirklich toll. Muss man mit leben wollen. Hier hat es einen unsagbar schönen Strand. Und ganz klar sagen, die Wahnsinnshütten und super türkisfarbenen Wasser. Also eigentlich echt paradiesisch. Aber wie es alle vor euch sieht, doch ein Haufen Plastikmüll, weil hier nicht wirklich der Plastikmüll weggeräumt wird. Bleibt auch liegen. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man hier sieht, was die Zivilisation so alles anschwemmt.